Liebe Chi? Ja? Glaubst du, do you believe an den Erfolg in dieser Folge? Nein. Wenn ich jetzt eine Cam an, würde man sehen, wie so langsam das Leben aus meinen Augen verschwindet. Die Pupillen werden immer größer und größer und größer. Man könnte meinen, sie hätte Drogen konsumiert. Vielleicht hat sie das auch. Nee. So, wenn wir hier... Weißt du, ganz ehrlich, deinen komischen japanischen Garten, ne? Den kannst du eigentlich gerne mal ernten und ich übernehme in Zukunft die Baumplantage. Oh, Quest abgeschlossen, cool. Weil, der ist wenigstens alles geradlinig, so wie ich es mir vorstelle. Warum soll ich eigentlich immer diese Kacke hier ernten, die einzeln angebaut ist, weil Madame das so schön findet, während du die schön geradlinig angeordneten Sachen ernten darfst? Ich kann auch die Baumplantage und meinen japanischen Garten ernten. Ist beides von mir. Ja, nee, dann habe ich nichts mehr zu tun. Dann mecker nicht. Nur, ich ernte die Baumplantage und du den japanischen Garten. Fertig. Nee. Ja, doch. Nee, ich mag meine Baumplantage. Ja, ich mag die auch. Das war das erste größere, was ich hier gebaut habe. Ich mag die auch. Da hat es das nicht weg. Ja, das war zu Zeiten, wo du noch ordentlich gedacht hast, wo du noch ein Mensch warst. Oh, wo ist die Beeren sind fertig? Sie, sehe ich auch gerade. Was pflanzen wir denn jetzt an? Ich guck mal. Gochibeeren geht gerade nicht, ne? Jambone? Jambone, Jambone, Jambone. Stimmt was, ja. So. Run, oh, boy, run. Fünf Medaillen. Run, boy, ja, stimmt, run. Wir haben ja unsere. Run, boy, run. Run, oh, boy, run. Benzin! Rammstein kann ich leider nicht singen. Das ist doch ganz einfach. Nein. Till Lindemann hat tatsächlich eine sehr schöne Stimme. Bam, 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 bam. Das kenne ich sogar. Das ist sogar ganz gut, das Lied. Engel, ja, das kennt ungefähr jeder. Genauso wie Amerika. We are living in America. Amerika ist gerade nicht so wunderbar. We are living in America, America, America. Make America great again. Ja. Kann nur bergauf gehen. Dim, 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 dim. Ich hab so angehört, dass wir irgendwann meinen Arm rufen. What the fuck? Das ist das, was du dir wünschst. Ach, nee. Gerade aktuell hätte ich gerne meine Ruhe. Einfach nur zum Aufnehmen. Hast du sie denn nicht? Lässt man dich nicht in Ruhe aufnehmen? Doch. Tatsächlich schon. Ja, guck mal, ist doch schön. Bin ich auch sehr froh drüber. Aber ich habe auch meine Tür abgeschlossen und dann nicht stören steht an meiner Tür. Okay. ist es wirklich notwendig, die Tür sogar abzuschließen? Ja, bei Kindern schon. Wir haben ja Kinder im Haus. Und, achso, stimmt, deine waren das, ne? Ja, klar, meine 5. Boah, also, gee, Respekt! Sind da, gab's da mal Phasen, wo welche doppelt rausgeploppt sind oder dreifach vielleicht? Weil ich sag mal fünfmal, also das ist schon, das wäre schon echt eine Leistung bei deinem Alter. Nee, alle einzeln. Boah. Da muss sie ja im Prinzip, sobald eins raus, direkt das nächste nach, so nach dem Motto. Natürlich. Und dein zum Verständnis, das ist alles Ironie. Hä, was? Ich bin nur Tante. Wann hat der Ironie-Part angefangen? Das habe ich nicht mitbekommen.
bin einfach nur Tante. Ach so, der Ironiepart hat bei der Erwähnung angefangen, dass du Tante bist. Ah. Ja, natürlich. Ja, okay. Ja, verdammt, hat nicht mehr gereicht. Ich mach die jetzt nochmal eben von Hand. Den Rest überlasse ich dir, was jetzt hier noch übrig ist, weil ich brauche wieder Split. Split? Ich bin nicht mehr flüssig. Das ist belastend. Ich brauche das. Ich habe immer... Das ist so komische Zuckung auch. Was? Chi! Wir lachen. Ja. Ja, wirklich. Nee. Doch. Ich dachte, du bist heute gut drauf. Bin ich auch. Ja, ist. Guck doch mal. Dann aber ich bin mega K.O. Ja und? Ist das eine Ausrede dafür, nicht zu lachen? Wenn man keine Kraft mehr fürs Lachen hat. Egal, wie scheiße die Welt doch zu dir ist, du darfst niemals das Lachen vergessen. Das war jetzt hart kitschig. Nein, du hast ja die Tanken geplündert. Ja, muss halt weiterlaufen. Ich meine, wir haben. Du kannst reisen. Wir haben Teleporter. Ja, bin ich jetzt gerade vorbeigerannt. Ja, wenn du nicht die Reise nach Jerusalem spielen möchtest, kann ich da ja nichts für. Ah, ich hab Fehler gelegt. Ah! Ah! Bin mir gekrämt. Ah! Du bist eher ein Dödel. Dödel? Dödel, Dödel. Dödel, Dödel. Dödel, Dödel. Dödel, Dödel, Dödel. Weiter so geht's. Oh, das Coole ist, dadurch, dass es regnet, werden ja gerade unsere Zwiebeln gewässert. Nö, bringt uns nichts. Habe ich schon mal gecheckt. Wiss. Das ist voll doof gemacht. Wiss. Weißt du, in jedem Farmspiel werden deine Sachen gewässert, wenn es regnet. In jedem. Ich kenne nicht eins, wo es nicht so ist. Also sie werden gewässert, aber die Zeit verringert sich dadurch nicht. Zumindest wäre es mir noch nie aufgefallen. Kann mich auch irren, aber... Ja gut, das ist natürlich... Die Scheiß-Jambohnen hier schon wieder fertig. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, meine Tiere sind auch gerade schon wieder hier fertig. Ich fühle mich wie so ein Zoowärter manchmal. Den Film könnte ich mal wieder anschauen. Was? Welchen Film? Der Zoowärter. Heißt der so? Mit Kevin James? Ich kenne diesen Film nicht. Soll ich mal was anbauen, was länger dauert? So wie Brokkoli, das dauert eine Stunde. Wir nehmen ja noch eine Stunde auf. Ne? Ja, aber das Problem ist halt, was machen wir in der Zeit? Weiß ich nicht. Ja, das ist das Problem. Ich könnte anfangen, wirklich mal die Tiere neu zu strukturieren. Ich glaube, das mache ich dann. Dann hast du von meiner Seite aus die Freigabe, etwas anzubauen, was länger dauert. Warum haben wir... Ach, das ist der Sardinenteich hier hinten, den du gebaut hast. Ja. Ich ernte den mal. Jo. 8 Stück haben wir raus. Muss zweimal, glaube ich, sogar. Ja, stimmt. Mhm. Nochmal 6. 14 haben wir jetzt. Ja. 14 von 50. Wie lange brauchen die mal, bis sie reif sind? Viertelstunde. Eine... Was? Viertelstunde? 15 Minuten. Nö, 30. Echt? Ja. Na, vielleicht, weil wir in der falschen Jahreszeit sind. Ist das jahreszeitabhängig? Ja. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Nö, da steht Fische alle 30 Minuten. Echt? Warum hast du bei mir dann vorher nur 13 Minuten? Vielleicht hast du geguckt, wo es gerade noch 13 Minuten übrig war. Ne, da habe ich sie ja gerade hingepflanzt. Ja, also. Skandal! Im Sperrbezirk. Skandal. Oh nein, ich habe den Fußball getreten. Wieder zurück. Dieses Geräusch immer. Wie so ein Spaceball. Voll abgespaced. Da möchte ich doch gleich wieder ein Lied singen. Nein, bitte nicht. Okay. Das Einzige, was mir jetzt eingefallen wäre, wäre Major Tom gewesen. Ach, man kann sich auch einfach selber lieber ausdenken. Zum Beispiel total abgespaced. Total abgespaced. Warum bin ich jetzt hier umgelandet? Irgendwo stumm stellen. So. Mach jetzt Bäume. Hey, das sind meine. Pech.
immer, wie gemein der zu mir ist. Hallo? Ich muss die ganze Zeit deinen japanischen Garten ertragen und du verbietest mir, ein industriell angelegtes Blumenfeld anzulegen. Wer ist hier bitte gemein? Du. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also, ich schon. Bezeichne mich gerne als dumm, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Mir fehlt dafür die nötige Allgemeinbildung. Das nötige Allgemeinbildung? Genau, deswegen. Okay. Das war genau so, sollte das auch klingen. So. War schon alles? Ah, nee, da ist eine Reihe. Avocados. Was war denn das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich erweitere mal deine Gewürznelkenbäume, ne? Jo. Weißt du was? Ich baue sogar zwei. Einfach weil ich es kann. Jo. Ein Apfel am Tag? Irgendwas mit. Ich habe mir irgendeine Errungenschaft freigeschaltet. Na, Apple a day keeps the doctor away. Genau. Okay. Jetzt ist die Frage, wie baue ich das denn an? Jetzt ist natürlich da vorne direkt dieser olle Fischteich. Fischteich. Du kannst ihn auch umsetzen, das ist gar kein Thema. Da muss ich die aber alle umsetzen. Ja, das ist nicht schwierig. Es sind nur zwei Fahrten mit dem Träger. Träger. Du kannst sie da vor den japanischen Garten setzen. Nee, ich glaube, ich muss die gar nicht umsetzen. Ich glaube, ich fange einfach hier an. Das passt schon. Dann setze ich den nachher gleich um. Ich würde hier vielleicht erstmal die Enten. Da ist der große, hier ist ein großer Teich, da würde ich dann die Enten hinsetzen. Oh, Pferde sind fertig. Was habt ihr denn hier verloren? Was ist das? Ach, Pusteblumen. Hä? Die lassen Hufe fallen und da kommen Pusteblumen raus? Ihr seid sehr komisch, ihr lieben Pferde. Aber die bringen gut Geld. Boah, wo haben wir so viel Geld gerade her, Chi? Weil ich die ganzen Bohnen abernte und nichts Neues anpflanze gerade. Ach so. Jambone. Wahrscheinlich könnte ich das sogar mit einem Trecker hier auch machen, dann würde es viel schneller gehen. Aber irgendwie habe ich so die Angewohnheit, bei den Tieren immer alles einzeln abzuernten. Ja, mit dem Trecker geht es deutlich schneller. So, hier noch ein bisschen Kühe. Jersey-Kühe. Ja, die brauchen wir sogar für die Quests. Kann ich hier nochmal was nachwerfen? Ne, nicht genug Ressourcen. Hier nochmal ordentlich Geld. Ich kann euch noch mehr Essen geben. Nein! Was passiert? Boah, ihr gebt mir auf den Sack, ihr blöden Kühe! Mit euren Nö! Gott. Also. Wir sind zum Nörgeln geboren. Ja, echt mal. Kein Wunder, dass man Frauen Kühe nennt. Ja, juckt mich nicht. Das war jetzt auch nicht an dich gerichtet. Ich glaube, so. Das juckt auch sonst niemanden. Also, wenn ich jetzt hier die Scheune hinsetze, ich möchte, dass die alle genug Wasser abbekommen. Nion. Brumm, 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 brumm. Wenn ich jetzt hier so an der Dings entlang, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hätte ich dann rein. Ich wäre zwar sehr lang gezogen, aber das ist schon okay. Brumm, 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 brumm. Was brummst du dir denn da zurecht? Nix. Achso. So, kann ich jetzt denn... Na toll. Wie war das nochmal? Kuppela. Achso. So. Ich hab gleich fertig geerntet. Und dann baue ich mal Brokkoli an. Brokkoli. Was bringt denn der überhaupt? Gemüse?
kann Brokkoli nicht mehr anbauen. Oh. Aber ich... Ah, oh, scheiße. Also wie gesagt, das Beste ist halt immer irgendwie so Trauben oder Obst oder sowas, weil die sind halt immer... Die sind gut halt, ne? Zwischen der keine Spritze, die hab ich doch. Ich muss gerade hier wieder Wegegeld zahlen. Was musst du zahlen? Wegegeld. Fersengold. Weiß ich. Hä? Okay. Hä? Was war das denn jetzt gerade? So, was brauche ich denn jetzt an? Lauch. Ja, das passt ja zu dir, hä? Oder Brot? Nee. Ja, doch, Lauch. Ja, durch Lauch. So ein Lauch bin ich gar nicht mehr, möchte ich mal anmerken. Ach, Chi. Nimm das doch nicht immer so ernst. Nein, ich wollte das nur anmerken. Nimm es doch nicht so ernst. Wir haben dich alle lieb. Ganz so trainiert. Man sieht sogar Bauchmuskeln. Und meine seitliche Bauchmuskulatur schon. Mann, ey. Ach, Kacke, ist wieder kein Sprit. Muss jetzt echt davor latschen. Ich habe echt immer ein Problem mit dem Zoom und wann ist Trecker aufsetzen und dann wieder rennen und ich verklick mich die ganze Zeit. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin einfach so dumm dafür. Squirt, ich bin so dumm. Das tut mir sehr leid. So, ich würde mal eben. Hä? Hm? Ich hatte irgendwie einen Zaun, aber ich weiß nicht, wo ich ihn her hatte. Du machst deine Sache echt gut. So, ich hoffe, ich glaube, ich werde die Zäune einfach da hinten verkaufen und neue kaufen. Auch wenn uns das vielleicht ein paar Diamanten mehr kostet. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, jetzt jeden einzelnen Zaun darüber zu tragen. Was denn? Du wolltest Beschäftigung haben. Jetzt hast du Beschäftigung, jetzt passt es ja auch. Die habe ich auch so, indem ich verkaufe und neu kaufe. Mann, ey. Mann, ja. Aber das verschwendest du, wir brauchen doch Diamanten zum Einrichten unserer Wohnung. Ich glaube nicht, dass wir Diamantenprobleme so schnell haben werden. Das sagst du. Das haben wir das letzte Mal auch gesagt und dann auf einmal waren sie weg. Sehr gut, ich renne, geh schon. Mann! Mann! Oh, was ist das? Was ist das? Was ist, da jemand müde? Ja, ich hab gegähnt, lass mich. Trecker war. Hä? Achso. Oh. Ah. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Auch ernsthaft, ich kann immer nur einen Zaun auf einmal umsetzen? Ja. Was zum. Fick. Sag's ruhig. Was ich hab. Was ist jetzt anders? Was ist jetzt. Einfach kackendreist anders. Ich nehme mir jetzt einfach zwei Reiseziele und setz die dahin. Kann ich mich immer hin und her teleportieren? Meinst du, es geht mit dem Zaun in der Hand? Wir werden es herausfinden! So, wo kann ich denn gerade nochmal ein Reiseziel abknüpfen hier? Obwohl, ja, komm, ich nehme das. Ich nehme unsere Haupthaltestelle. Die 2-3 Meter kann ich auch laufen. Ich habe keine Lust, die sonst wieder zurückzusetzen. So, ich also. Hallo? So. Dann nehme ich dich lieber Zaun. Ja, es geht. It works. Huh. Yay. So, oh mein Gott, oh mein Gott. Zum Glück habe ich die Möglichkeit, die Zäune mitzunehmen. Habe ich jetzt einen Zaun oder habe ich jetzt einen Weg, bevor ich jetzt nämlich wieder hier rüber teleportiere? Ja, liebe Freunde, das müssen wir nur gefühlt 500.000 Mal machen. Ich merke
merke schon, du hast Spaß heute in der Aufnahme. Das sind halt, weißt du, an sich macht das ja Spaß. Es ist halt nur immer so dieses Einzaun auf einmal, rüber teleportieren, hinsetzen, wieder rüberlaufen. Ich glaube, ich... Oh. Hä? Ach du, ich pflanze Lauch an. Das ist jetzt aber hier gerade falsch rum. Das sah jetzt ganz weird aus gerade. So. Nein, jetzt bin ich schon wieder verklickt. Da! Ah! Aha! Arr. Ja, genau. Das war halt doof, ein Gedanke. Hä? Das ist ja das Tor. Nee. Was will ich? Will ich das hier hin haben? Nee, das will ich aber eigentlich so nicht. Ich muss ja, ach so, ich muss ja noch die Wege machen. Oh mein Gott. ja gut, im Zweifelsfall kannst du von hier aus reingehen, dann ist das halt so. Aber will ich das? Warte mal, wenn ich jetzt hier den Zaun hinsetze. Dann wir haben viel zu viele Felder, ey. Das gibt's ja nicht. Dann nach hinten. Dann muss ich das hinten rum machen. Okay, der ist dann. Was? Wir haben zu viel. Ach, Quatsch. Ich bin immer noch am Lauch setzen. Ja, ich bin immer noch am Zäune umsetzen. Ja, aber du hast ja auch eine Arschlocharbeit. Ach so, und Felder anbauen und so weiter ist keine Arschlocharbeit, oder? Aber da schaffe ich wenigstens mehr. Ich schaffe insgesamt 9 Felder auf einmal. Immer nur einen Zaun. Was hältst du denn davon, wenn wir uns einfach Leute von deiner und meiner Community mit dazu nehmen, die ganze Arbeit machen lassen und wir überwachen und wir die einfach. Genau, wir kommentieren und sagen von wegen sowas wie, los, schneller und häng dich rein und, weißt du... Da ist noch ein Feld frei. Genau, was wir machen, wir können so Dekorsachen kaufen und ja, das wäre mal was. Und halt alles verschönern. Und solche Sachen wie hier Zäune und rübertragen und Felder anbauen, sowas machen die halt einfach alles. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich hab's gleich. Ja, ich auch. Ich weiß, wir müssen auch eigentlich die Folge beenden, aber ich will wenigstens dieses eine Gatter noch fertig machen. Ja, ich will noch kurz den Lauf fertig machen. Nein, ich triff nicht! Oh. Ist aber schlecht. Gott. Oh, ernsthaft. Warum? Warum tust du? Warum tust du's? Als hättest du jetzt was anderes von mir erwartet. Ich hab. Meine Erwartungshaltung dir gegenüber ist schon längst auf den Nullpunkt. Ja, siehst du. Also, schlimmer machst du es eigentlich für mich nicht mehr. Für die Zuschauer weiß ich nicht. Na, die kennen mich schon. Ja, meine kennen mich aber noch nicht so lange wie dich deine. Ja, aber nach den Folgen Farm Together müssen sie mich jetzt auch schon kennen. Naja, es soll immer noch Leute geben, die erst zur Folge 65 oder sowas einschalten. Welche haben wir überhaupt gerade? 66? 67? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, wir haben 67 gerade. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt das Ende der Folge. Ja, ich mach das Gatter hier noch eben fertig. Ich hab nicht mehr viel, wirklich nicht. Ja, das muss jetzt sein. Ich will das so. Ich muss sowieso gleich neue. Die restlichen muss ich eh neu kaufen, weil ich kann die hier noch nicht abzwacken, sonst lege ich andere Tiere frei. Also die letzten, die hier fehlen, die muss ich dann neu machen. So. Lustig. Hä? Lustig. Lustig. Lalalala. Bald ist Nikolaus Abend da und das ist nicht mal gelogen. So, tatsächlich. Ich gebe euch ein bisschen was zu essen. Ich gebe euch hier auch ein bisschen was zu essen. Ja, Chi, ich wäre soweit. Ja, ich bin ready. Ja, dann sagen wir doch mal Tschüss. Ja, nächste Folge geht's weiter, würde ich sagen. Und ja, was erwartet, was machst du denn nächste Folge? Also ich muss ja weiter hier Gebäude umsetzen. Hey. Ich setze den Fischteich um. Mit den Sardinen. Ah, okay. Ja, ist legitim, ist legitim.
Dann kann ich da hinten in der Ecke auch irgendwas hinsetzen, wie die ganzen Hühnerställe oder sowas. Vor allem werde ich jetzt schon mal mit einplanen, ich werde jetzt schon mal die Ställe und sowas bauen für die Tiere, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Weil man kann ja sehen, welches vom, wie viele Tiere von welcher Sorte noch kommen. Ja? Gut. Dann kannst du schon dann... Ja, ja. Dann kannst du schon. So, in diesem Sinne, wir haben Frühling. Und dann nächste Folge geht's weiter, liebe Freunde. Bis denn. Bye, bye.